Wenn die Städtische Schule für Musik und Darstellende Kunst in Bühl zu ihrem alljährlichen Herbstkonzert einlädt, dann legen Musiklehrer und noch viel mehr die Schüler im besten Wortsinne einen Rechenschaftsbericht ab über ein Jahr mit musikalischer Probenarbeit. Als größte Bildungseinrichtung in der Stadt hat sich die Musikschule über die Jahre einen hervorragenden Ruf in der Region erarbeitet, den sie in jedem Jahr aufs Neue verteidigt. Wir haben natürlich ein sehr gutes Team, das diese Talente auch immer wieder findet und dann auch entwickeln, aufbauen kann. Dafür stehen wir speziell bei uns in der Musikschularbeit in Bühl. Und das beweist uns auch die nach wie vor starke Nachfrage bei uns. Wir haben weit über 1000 Schülerinnen und Schüler. Egal, ob jetzt im Klassik- oder im Pop-Bereich, ich glaube, wir sind überall gut aufgestellt und sind stolz darauf. Die Schule bietet auch musikalische Früherziehung für die ganz Kleinen an. Das Interesse für Musik zu wecken, geschieht meist in der Gruppe, auf den anderen hören, gemeinsam musizieren, bis hin zur Beherrschung eines eigenen Instruments. Den ersten Kontakt knüpfen die Kinder meist in den speziellen Kennenlernkursen vor den Sommerferien. Das ist natürlich so, dass wir über die Schnupperangebote, die wir vor der Sommerpause machen, immer auch eine sehr große Nachfrage haben an jungen Talenten, die sich bei uns vorstellen. Aber wir sind natürlich auch mit Werbemaßnahmen vor Ort und suchen auch die Zusammenarbeit mit den allgemeinbildenden Schulen. Das ist ungemein wichtig. Ganz neu in der städtischen Musikschule ist die Pop-Combo. Frontfrau Saskia Meyer spielt Gitarre und singt dazu. Sie erzählt uns aus ihrer eigentlich typischen Jungmusikerinnen-Karriere. Eigentlich schon seit ich klein bin, habe ich immer bei den Liedern halt einfach mitgesungen. Und dann habe ich jetzt vor einem Jahr auch angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen und dann auch hier in der Musikschule Gitarrenunterricht angefangen. Und dann hat mich eben der Bernd mal bei einer Probe gehört demnächst und hat mich dann dazu eingeladen, noch in der Combo, also mit noch Dimitri Staufer, Fabian Seiler und Lire Kömmel mitzuspielen. Für viele der jungen Musiker ist das Herbstkonzert die erste Gelegenheit, das Gelernte vor einem größeren Publikum vorzuführen. Mit Aufregung davor und meist großem Stolz danach erleben die kleinen Kinder das Konzert. Dafür werden sie von ihren Musiklehrern kompetent vorbereitet. Insofern macht es für die Kolleginnen und Kollegen natürlich auch immer eine Menge zusätzlicher Arbeit neben dem normalen Instrumentalunterricht, muss man Zusatzproben machen. Aber man sieht ja auch den Spaß und die Freude von allen Beteiligten. Und wenn das Publikum dann da ist und begeistert ist, dann ist es der verdiente Lohn. Auch jetzt können Neugierige mit Lust am Musizieren noch ins laufende Musikjahr einsteigen. Alle Informationen zur Städtischen Schule für Musik und Bildende Kunst Bühl gibt's auf der Internetseite